Ihr werdet es nicht glauben, mein erster Meilenstein ist erreicht. Ich habe den 10-Kilo-Marke geknackt. Also ich habe heute Samstag mich gewogen, 10 Kilo abgenommen. Ich habe das ausgerechnet, sind 10 Wochen, 10 Kilo. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist wieder Cameron-Zeit. Genau. Ich versuche mal, die Kamera hier gerade zu halten. Oh mein Gott, ihr seht es, ich bin nass geschwitzt. Meine Haare. Also eigentlich müsste ich die jeden Tag waschen bei der Hitze, weil die so komplett durchgeschwitzt sind und auch schon komplett fettig. Aber ja, ich wasche die halt nur einmal die Woche, wie ihr wisst. Ja, und ich glaube, die hat mir tatsächlich die Haare gefärbt, nicht getönt, weil die Farbe ist immer noch dran und die ist gar nicht verblasst. Also ich glaube doch, das war diesmal eine Färbung, was sehr gut ist. Ja, ich sehe, Akku blinkt. Okay, ich versuche es trotzdem nochmal, okay? Ich habe ein Update für euch zu meiner, ja, es ist ja eigentlich keine Diät, ne? Intervallfasten ist ja keine Diät, das ist halt Fasten, Intervallfasten. Ja, okay, also falls ihr euch wundert, warum ich nicht mehr so viel vlogge, ach, ihr kriegt das eh nicht mit, ne? Also ihr denkt wahrscheinlich, ich vlogge jeden Tag, aber tatsächlich sind da so viele Pausen dazwischen, dass ich nicht jeden Tag vlogge. Das ist wirklich so, ich vlogge eigentlich wenig. Ja, ich filme auch nicht so viel, wenn ich koche, weil, Leute, ich laufe hier rum. Also ich trage nur das hier und nichts drunter und habe ich keine Lust, mir noch was drunter zu ziehen und ein anderes T-Shirt anzuziehen und dann die Kamera aufzustellen. Also das ist zu anstrengend für mich. Also das Einzige, was ich mache, ist vor dem Ventilator zu sitzen. Echt. Also es ist mir zu heiß. Ich war auch ehrlich gesagt nicht beim Sport diese Woche. Also die Hitze hat mich fertig gemacht. Ich so, wenn ich jetzt schon schwitze und dann noch zum Sport gehe, Kreislaufkollaps. Ja, ich hatte definitiv einen Kreislaufkollaps bekommen, weil ich habe schon beim letzten Mal gemerkt, als ich beim Sport war, dass es mir recht schwindelig war. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass gut sein. Versuch mal eine Woche ohne Sport. Nächste Woche kriege ich meine Periode. Dann mache ich auch eine Sportpause, weil bei 40 Grad und Periode tue ich mir auch nicht an. Und danach gucke ich, ob ich danach wieder zum Sport gehe oder nicht. Ja, ich weiß, ist kontraproduktiv. Aber geht ihr jetzt bei der Hitze zum Sport? Also ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. 70% gehen nicht zum Sport und nur 30 gehen. Also die wenigsten tun sich das wirklich an und gehen zum Sport. Boah, ey, frage ich mich echt, wie kann man das schaffen? Echt. Also, ja, was soll ich sagen, genau, meine Abnahme, ihr werdet es nicht glauben, mein erster Meilenstein ist erreicht. Ich habe den 10-Kilo-Marke geknackt, also ich habe heute, Samstag, mich gewogen, 10 Kilo abgenommen. Ich habe, das ausgerechnet, sind 10 Wochen, 10 Kilo, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt nicht immer 1 Kilo pro Woche abgenommen, mal mehr, mal weniger. Wenn ich mal eine Periode habe in der Woche, habe ich nie was abgenommen. Deswegen finde ich, ist das okay. In 10 Wochen 10 Kilo ist ja dann sozusagen 1 Kilo pro Woche. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich glaube, ich darf es auch sein. Also ich fühle es auch. Wobei ich dachte diese Woche, ich hätte nichts abgenommen, weil ich mich so gefühlt habe. Ich war auch nicht beim Sport. Ich hatte von letzte Woche Samstag bis Montag ja 0,8 Kilo abgenommen und dann dachte ich, ich nehme nichts ab. Aber ich habe tatsächlich nochmal 0,6 von Montag bis Samstag abgenommen. Das sind 1,4 Kilo in der Woche. Nicht schlecht. Und da ich habe jetzt zum Mittag, also ich habe morgens zum Frühstück, ich habe diesen Fitness-Toast gegessen. Davon habe ich immer 4 Scheiben, glaube ich, gegessen. Genau, diesen Fitness-Toast. Genau das. Und dann habe ich Schwarzbrot gegessen, 2 Scheiben mit Frischkäse und Marmelade, also auch nicht gesund. Dann mein Eiskaffee, dann Zitronen-Ingwer-Tee, aber kalt. Und zum Mittagessen hatte ich was Deftiges, da habe ich mir Curry-Hähnchenpfanne in Sahnesoße gemacht mit Reis. Habe ich das, glaube ich, auch fast 4 Tage gegessen. Und dann habe ich mir aber Salat gemacht. Und ja, genau, bei Salat habe ich immer gemerkt, dass ich abends Hunger hatte, ja. Und bei dieser Hähnchen-Curry-Pfanne hatte ich abends nicht mehr Hunger. Deswegen, ja. Und dann habe ich Salat, 2 Teller gegessen, aber da hatte ich abends immer Hunger. Und gestern habe ich noch so Karamellbonbons waren in der Breakfast-Box. Davon habe ich 5 Stück verdrückt. War jetzt nicht so Bombe, die Bonbons, aber ich hatte so Lust. Aber das war bis 15 Uhr, ja. Und dann habe ich gestern noch Karamellbonbons verdrückt. Ja.
Also wie ihr seht, ich verzichte auf nichts. Ah, und ich war einmal Eis essen, abends. Also da habe ich kein Intervallfasten gemacht, weil ich habe abends einen eisgroßen Erdbeerbecher gegessen, ohne Sahne, weil ich mag keinen Sahne und mir sind auch zu viele Kalorien in Sahne. Es war so ein Erdbeerbecher mit so fruchtigem Eis und Erdbeersoße, das war ganz lecker. Und die Waffel habe ich auch nicht gegessen vom Eis, ja. Und ich habe so lange das Eis gegessen, ich habe es richtig genossen, weil so ein Eis ist schon geil bei der Hitze. Also ich liebe Eis, wer mich kennt, der weiß, ich liebe im Sommer Eis. Nur irgendwie kaufe ich nie Eis, ich weiß auch nicht warum. Ja, das kann ich euch berichten. Vielleicht habe ich heute den zweiten, nicht heute, dieses Jahr noch den zweiten Meilenstein. Schön wäre es, glaube ich. Also ich werde das bis Ende des Jahres definitiv durchziehen. Dann mache ich noch ein Fazit. Wie gesagt, dann gibt es ein Fazit und dann gucke ich, wie viel ich abgenommen habe. Habe ich mein Wohlfühlgewicht erreicht? Ja, und dann gucke ich nächstes Jahr, wie ich das dann weitermache. Ich weiß, das Schlimmste ist, das Gewicht zu halten. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben geschafft, mein Gewicht zu halten. Deswegen weiß ich noch nicht, falls ihr da Tipps habt, wie man sein Gewicht halten kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also das wird das Schwierigste sein, das weiß ich. Ja, das. Und was wollte ich noch sagen? Das weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, jetzt habe ich den Faden, tatsächlich den Faden verloren. Echt jetzt? Ja. Okay, ich habe den Faden verloren. Also sehen wir uns später wieder. Heute frischen Salat gemacht, und zwar Couscous-Salat. Freischnauze, ich habe den letztens schon gemacht und der war so lecker und ich wusste nicht mehr, was ich da reingetan habe. Ich habe es vergessen. Das war einfach Freischnauze. Ich denke, ich habe ihn jetzt so hinbekommen. Ich denke, ich werde einen Teller, ich werde das jetzt aufessen, die Reste, und dann mache ich mir, also werde ich noch davon einen Salatteller essen.